Hier nun ein paar Bemerkungen zum Strömungsfeld. Wir haben das elektrostatische Feld kennengelernt und da gab es keine Ladungsträgerbewegung. So, was ist der Unterschied jetzt hier? Im Strömungsfeld dürfen sich Ladungsträger bewegen. Was heißt das? Nun, das heißt, das ist jetzt kein wirklich statisches Feld mehr. Aber dennoch sind alle Größen zeitinvariant nach wie vor. Aber man hat Bewegung, nicht die Teilchen sind wirklich statisch und invariant, sondern nur die Größen sind zeitinvariant. Und was wir jetzt bekommen, ist natürlich ein Ladungsträgerstrom. Und der wird in der Regel ausgedrückt durch eine Stromstärke I bzw. eine Stromdichte J, die wird manchmal auch mit S abgekürzt. Einheiten können wir uns anschauen. Das heißt also, man hat letztlich hier für I die Änderung der Ladung mit der Zeit. Also da bewegt sich Ladung, deswegen ist das die Änderung der Ladung mit der Zeit. Und wir haben die Einheit von I, die ist natürlich das Ampere, also A. So, und wenn wir das Ganze jetzt auf eine Stromdichte beziehen, dann haben wir J, die Stromstärke, differenziert nach der Fläche. Das ist die Querschnittsfläche. Und dementsprechend haben wir die Einheit von J als Ampere pro Quadratmeter, manchmal auch Quadratmillimeter angegeben. So, was hat man denn jetzt für einen Zusammenhang? Was man eigentlich hat, ist ja, wir haben hier einen Ladungsträger, den habe ich im Orange gemacht, dann mache ich das auch weiterhin. Ladungsträger Q und der ist in einem elektrischen Feld. Was wir bislang hatten, war, dass hier nur eine Kraft F wirkt. Was wir jetzt zusätzlich haben, ist, dass der sich bewegen kann mit einer Geschwindigkeit V. Also vorher war der fest, jetzt bewegt er sich. Dann könnte man jetzt eine Beweglichkeit einführen und so weiter und so fort und die Geschwindigkeit ausrechnen, die man in diesem Feld, diesem elektrischen Feld E, hier hat. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen gleich makroskopisch davor und sagen, okay, der Ladungsträger wird bewegt. So, und dann führt er automatisch hier ein elektrisches Feld mal ein Faktor, den wir mal Kappa nennen, auf eine Stromdichte J. Dieses Kappa hier, das nennt sich auch die Leitfähigkeit. Und wir können angeben, welche Einheit Kappa haben muss. Ich gebe das zumindest nächstes Mal einmal ganz brutal an. Als Kappa ist die Einheit ist Ampere pro Quadratmeter. Und das Ganze müssten wir noch dividieren durch Volt pro Meter. Volt pro Meter. Also gleich Ampere pro Voltmeter oder gleich Siemens pro Meter oder gleich 1 durch Ohmmeter. So, all das könnte man nehmen. Ich habe das Ganze ein bisschen hergeleitet hier. Diese Einheiten kommen dabei raus und das J hatten wir schon gesehen. Dieses gebe ich auch nochmal an, wird manchmal auch als Sigma bezeichnet. Meint dann das Gleiche. Und man könnte das Ganze natürlich auch umdrehen, dass man hier einfach sagt, okay, man gibt jetzt nicht E mal Kappa an, sondern man könnte ja auch sagen, J mal irgendwas gibt E und dann wäre das Rho an der Stelle und das ist der spezifische Widerstand. Und der wäre Rho gleich 1 durch Kappa. Der ist vielleicht bekannter. Also das ist eigentlich nochmal das gleiche in grün. Nur so kommt man eben gleich auf den Widerstand. Was man in jedem Fall hat, ist eine Verbindung zwischen dem elektrischen Feld, der elektrischen Feldstärke und der Stromdichte. So, schauen wir uns das Ganze auch mal in den makroskopischen Größen an. Die wären natürlich I, ich mache es mal konsequent so, die Stromstärke und U, die Spannung bzw. der Spannungsabfall. So, dann könnte man sich jetzt hier einen Leiter zeichnen. Der sähe dann in etwa so aus.
ein bisschen räumlich machen. Machen wir es erstmal so. Als ein, oft sind Leiter ja lang gerichtet. Das muss aber nicht so sein. Manchmal sind sie es auch nicht. So, jetzt sieht man in etwa, dass das hier so ein Viereck sein werden soll. So, und da haben wir jetzt hier oben drüber zunächst mal eine Länge Delta S. Und ich male gleich hier noch hin einen Spannungsabfall Delta U. Wir würden uns noch gönnen, hier so eine Stromdichte J bzw. eine Stromstärke I und haben hier eine Querschnittsfläche davon einem Delta A. So, und innen drin, damit das Ganze hier überhaupt vorangeht, haben wir natürlich ein elektrisches Feld E. So, man kann relativ schnell ausrechnen, dass der Spannungsabfall hier natürlich sein muss, wenn das alles homogen ist, dann können wir einfach ausrechnen, Delta U ist gleich E mal Delta S. Ich lasse es einfach mal, weil das alles parallel ist, die vektoriellen Größen weg und ich kann die Stromstärke angeben mit I gleich J mal Delta A. Wenn ich davon ausgehe, dass das alles hier homogen ist, also auch eine gleichmäßige Stromdichteverteilung über den gesamten Querschnitt stattfindet. Ich füge hier nochmal einen Delta zu, weil das nur ein Teilstrom vielleicht ist eines größeren Gebildes. Und damit ich auch da ein Delta stehen habe, wenn es um die Widerstandsberechnung geht. Nun gut, jetzt kann ich den Widerstand ausrechnen hier von so einem Teilchen hier, nämlich R gleich Delta U durch Delta I. Machen wir mal das schöne I. So, kann das aufschreiben als E Delta S durch J Delta A gleich 1 durch Kappa mal Delta S durch Delta A. Naja, und das ist eben schon wieder das R. Das heißt also, ich habe jetzt hier einen Zusammenhang geschaffen zwischen der Geometrie und dem Material. Und daraus beschreibe ich jetzt eine makroskopische Größe, nämlich eben das R, den Widerstand. So, es gibt häufig die Situation, dass das Kappa in einer etwas anderen Art und Weise angegeben wird, als man das in als ich das hier jetzt getan habe, in 1 durch Ohm Meter. Und da könnte man jetzt natürlich hier einmal nach Kappa oder 1 durch Kappa zunächst mal auflösen, die Gleichung hier, wenn wir das mal machen. Dann kommen wir hier auf 1 durch Kappa ist gleich R mal Delta A zu Delta S. Beziehungsweise kommen hier auch nochmal auf Rho, den spezifischen Widerstand, den wir ja schon mal kurz eingeführt haben. So, so sind typischerweise Leiter lang und dünn. Ich weiß nicht, ob man das aufschreiben muss. Also zumindest, wenn Sie an Drähte oder sowas denken, dann ist das nun mal so. Und das heißt, man gibt Delta A gerne an in Quadratmillimeter und Delta S in Meter, sodass man hier jetzt eben auch hinschreiben könnte, dass die Einheit von Rho eben angegeben wird als Ohm. Das kommt aus dem R. So, und jetzt mal Quadratmillimeter durch Meter. Und das ist natürlich hier gleich relativ schnell umrechenbar. Das ist 10 hoch minus 6 Ohm mal Meter. Das ist eben die klassische Einheit, die wir hatten, gleich Mikro-Ohm mal Meter. So, das nur, weil es eben gerne so angegeben wird in dieser Schreibweise. Eigentlich haben wir nur das Flächen-Schreckenverhältnis anders geschrieben. Man kriegt etwas griffigere Werte dabei raus. Ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Werte an hier, die man nicht auswendig lernen muss, aber ruhig wissen darf. Also wir geben hier mal das Material an und dann hier Kappa, die Leitfähigkeit, und zwar geben wir die an in Mega Siemens pro Meter, also genau dem Kehrwert von dem, was wir da eben hatten, und wir geben den spezifischen Widerstand an, halt nicht Sepp R, sondern Spetz R, in Rho in Mikroohm Meter oder eben genau der Einheit, die wir da eben hatten. Greifen wir uns mal raus. Das Kupfer. Nun, das hat einen spezifischen Widerstand von 0,0176
Mikroohmmeter, beziehungsweise, auch das ist ein schön griffiger Wert, eigentlich 57, 58, es variiert immer mal so ein bisschen, je nachdem, welche Quelle man guckt. Aluminium, weniger leitfähig und dementsprechend auch einen höheren spezifischen Widerstand. Und Eisen, noch wesentlich weniger leitfähig. Und Silizium als ein Halbleitermaterial, also nahezu ein Isolator, das wird man jetzt sehen, also sehr, sehr wenig leitfähig. Diese sehr großer oder eigentlich sehr, sehr kleiner Exponent von 10 hoch minus 10 liegt allerdings daran, dass wir hier mit Mega arbeiten. Also das verzerrt so ein bisschen die Sicht auf die Dinge. Oh, kann man eine schöne Tabelle daraus machen. Beziehungsweise hier 2,3 mal 10 hoch 9. Das ändert sich schlagartig, wenn Sie Silizium dotieren. Also da eben Bohr oder Phosphor oder sowas reinpacken und dann eben freie Ladungsträger haben. In diesem Silizium hier hat man eben nur die thermisch erzeugten Ladungsträger und das ist eben sehr, sehr wenig. Und die sorgen eben auch nur für sehr, sehr wenig Stromstärken bei moderaten Feldstärken. So, wir können hier noch mehr Wasser nehmen. Mit 5 mal 10 hoch minus 6. Wenn ich da nicht Mega stehen hätte, wäre das dann gleich 5. Und hier 2 mal 10 hoch 5 und Leitungswasser, was weniger Ionen hat natürlich und deswegen auch deutlich weniger leitfähig ist, größer gleich 5 mal 10 hoch minus 9. Ich habe da jetzt nur einen Wert rausgegeben. Normalerweise kriegt man eine ganze Spanne, auch je nachdem, wie viel Ionen eben dann im Leitungswasser drin sind. Und 2 mal 10 hoch 8 als spezifischen Widerstand. Gut, so. Wir können auch hier noch kurz was zur Leistungsdichte sagen. Leistungsdichte muss man hier sagen. Denn hier wird keine Energie gespeichert, wie im elektrostatischen Feld, oder ist da vorhanden, sondern Leistungsdichte. Und zwar geht es hier um den Umsatz von Leistung im Material. So, und typischerweise ist ja P gleich U mal I, Spannung mal Strom. Und in diesem Fall haben wir die Leistungsdichte. S gleich E mal J. Und die Einheit von S ist natürlich Volt pro Quadratmeter mal Ampere pro, falsch, Volt pro Meter mal Ampere pro Quadratmeter, also gleich Watt pro Volumen pro Kubikmeter. Ja, dazu auch noch ein kurzes Beispiel oder zwei kurze Beispiele. Nehmen wir mal Kupferdraht, damit die Zahlen schön einfach werden. Querschnittsfläche A, und das ist ja ordentlich aus der Welt, einfach 1 Quadratmillimeter, Länge 1 Meter. So, und dann schauen wir uns erstmal an, was das Rho eigentlich ist. Also Rho war ja gleich 0,0176 mal 10 hoch minus 6 Ohm Meter. Können wir aus der Tabelle nehmen, muss ich jetzt nicht nachgucken. Und wir kommen auf einen Widerstand R gleich Rho mal L durch A. Kriegen dann hier 0,0176 Ohm raus und nicht Mikroohm. So, das ändert aber prinzipiell jetzt nichts an dem, was ich sagte. Auch das hier, wir sind hier im Bereich von 17 Milliohm, das kann man dann schon messen, ist nicht gar so einfach. Also man muss ein bisschen was tun, damit man das sinnvoll messen kann. So, nehmen wir mal an, wir haben eine Stromstärke von I gleich 10 Ampere. Auch das ist nicht aus der Welt. Wir kommen also jetzt auf eine Stromdichte von J gleich 10. Naja, wir beziehen es auf einen Quadratmillimeter. Wenn wir das Ganze auf einen Quadratmeter hätten, dann hätten wir 10 Megaampere pro Quadratmeter. Eine exorbitant große Größe, aber wir haben ja auch nicht ein Draht mit diesem Querschnitt. So, wir können jetzt hier den Spannungsabfall ausrechnen. Das sind dementsprechend gleich 17,6 halt 176 Millivolt. Wir können das elektrische Feld ausrechnen, also einfach durch einen Meter teilen.
dann sind das 176 Millivolt pro Meter. Und wir kommen hier auf eine Leistung von P gleich 1,76 Watt und hier auf eine Leistungsdichte von S gleich 1,76 Megawatt pro Kubikmeter. Also auch da muss man wieder bedenken, dass wir es hier mit einem riesengroßen Volumen zu tun haben, mit den Megawatt pro Kubikmeter und dementsprechend hohe Leistungsdichten hier auch auftreten können und hohe Leistungen in diesem Kubikmeter auch auftreten würden. So, schauen wir uns noch ein Beispiel an. Und zwar greifen wir uns einfach mal Meerwasser raus. Da gehen wir einfach mal davon aus, wir haben hier so einen Kubikmeter Meerwasser, den wir hier über ein paar Kontaktflächen anschließen. Und das Ding hier soll 1 Meter lang sein und jede Kante hat auch 1 Meter. Also wir haben auch eine Kontaktfläche von 1 Quadratmeter hier und gehen da mal davon aus, dass da der Strom homogen durchgehen soll. Das heißt also, wir haben es hier zu tun mit A gleich 1 Quadratmeter, L gleich 1 Meter. Wir greifen uns das Rho raus. Also Rho ist gleich 2 mal 10 hoch 5. Mal 10 hoch minus 6 Ohm Meter. So, macht gleich 0,2 Ohm mal Meter. Und dann kommen wir relativ schnell, weil ja alles nur mit 1 zu multiplizieren ist, darauf, dass wir hier R gleich 0,2 Ohm haben. Klingt jetzt sehr, sehr wenig. Eben beim Kupfer hatten wir ja auch nur sehr wenig. Aber hier haben wir jetzt ja auch nicht 1 Quadratmillimeter Querschnittsfläche, sondern eine Million mal so viel. So, und wenn wir hier wieder anfangen mit der Stromstärke I, da pressen wir mal 10 Ampere durch und dann haben wir ein J von 10 Ampere pro Quadratmeter. Wir kriegen raus ein U, Spannungsabfall von 2 Volt über der Strecke. Das macht natürlich 2 Volt pro Meter und dann haben wir hier eine Leistung von 20 Watt, die irgendwie in diesem ganzen Dings umgesetzt wird. Und eine Leistungsdichte ist das natürlich, es war gerade 1 Kubikmeter von 20 Watt pro Kubikmeter. Also wesentlich weniger. Es sind ja auch nicht die gleichen Parameter, es sind unterschiedliche Materialien und so. Wesentlich weniger, als das in dem Kupfer gewesen wäre. Okay, so, das soll es zunächst mal gewesen sein hier für das Strömungsfeld. Ganz einfach, um nur mal einen Eindruck zu vermitteln, wie das mit dem Strömungsfeld eigentlich funktioniert und womit wir es da zu tun haben.